Hallo Leute, ich bin Ultimate Spindash und wir werfen heute einen Blick auf einen Warframe, der euch das Blut in den Adern gefrieren lässt. Frost. Frost war nie ein schlechter Warframe, aber er war lange nur in Verteidigungsmissionen wirklich erwünscht. Die Frage ist daher, haben die Buffs in Update 17 das geändert oder bewegen sich Frost-Spieler außerhalb dieser Missionstypen immer noch auf gefährlich dünnem Eis? Frosts Werte sind etwa mit Rhino vergleichbar, seit Update 17 besitzt er allerdings zusätzliche Panzerung. Außerdem hat der Prime die höchsten Schildwerte im Spiel und erreicht mit Umlenkung und Lebenskraft stolze 1505 Punkte. Die Blaupause für Frost findet ihr im Markt für 25.000 Credits, während ihr seine Teile von Lequil auf Ceres bekommt. Als Nativ gibt es ihn auch im Markt samt Slot und Reaktor für 375 Platin, aber für das Platin kriegt ihr mit etwas Glück auch den Prime in Trade Chat. Der ist derzeit nicht in der Void erhältlich, falls ihr die Geduld habt, könnt ihr aber auch warten, bis er wieder verfügbar ist, was laut Rebecca diesen Winter geschehen soll. Frosts erste Fähigkeit, Einfrieren, schießt ein Eisprojektil, welches beim Aufprall Feinde oder kleine Teile der Umgebung einfriert. Bei Feinden richtet das Projektil Schaden an und hat einen garantierten Eis-Status-Effekt, welcher die Bewegungs- und Angriffsgeschwindigkeit reduziert. Werden Teile der Umgebung getroffen, werden Feinde im betroffenen Bereich verlangsamt, ähnlich wie die Eisböden in der Void. Seine zweite Fähigkeit, Eiswelle, ist im Prinzip eine bessere Version seiner ersten Fähigkeit und tauscht die eingefrorene Umgebung gegen eine Welle aus Eiskristallen, die sich in einem Kegel vor euch ausbreiten, Schaden anrichten und einen garantierten Eis-Status-Effekt auslösen. Seine dritte Fähigkeit, Schneekugel, ist soweit in seine bekannteste und komplizierteste. Frost erzeugt eine kugelförmige Wand aus Eis um sich herum, welche Beschuss abwehrt und eindringende Feinde verlangsamt. Bei der Aktivierung werden Feinde eingefroren und aus dem Wirkungsbereich geschleudert, was zusätzlichen Schaden anrichtet. In den ersten 4 Sekunden nach der Aktivierung ist die Schneekugel unverwundbar und eingehender Schaden von Feinden wird der Schneekugel als Gesundheit hinzugefügt. Ihr könnt bis zu 4 Schneekugeln gleichzeitig aktiv haben. Wenn ihr eine Schneekugel innerhalb einer bestehenden erzeugt, wird die verbleibende Gesundheit der alten übernommen und die Unverwundbarkeitsphase neu gestartet. Sowohl feindliches als auch freundliches Waffenfeuer können die Schneekugel nur von innen nach außen passieren. Beachtet außerdem, dass das Fünffache eurer Panzerung der Schneekugel als Gesundheit zugute kommt, weshalb Stahlfaser auf Frost sehr nützlich ist. Gepanzerte Beweglichkeit ist in dieser Beziehung Verstärken unterlegen, liefert aber zusätzliche Sprintgeschwindigkeit. Ihr könnt außerdem eine Schneekugel detonieren, um allen Feinden darin Schaden zuzufügen, indem ihr Einfrieren auf ihr verwendet. Frosts vierte Fähigkeit, Lawine, verteilt Schaden in einem Bereich um Frost und reduziert vorübergehend die Panzerung überlebender Gegner um bis zu 90%. Dadurch könnt ihr große Gegnermengen kurzzeitig einfrieren und schwächen. Frost besitzt außerdem eine passive Fähigkeit, welche eine Chance hat, Gegner, die ihn im Nahkampf angreifen, einzufrieren. Frost Prime kann außerdem Energie aus Death Orbs in der Void beziehen. Mein Bild besteht aus Vitalität, Umlenkung, Stahlfaser, Stromlinie, Kontinuität, einer Rang 3 flüchtenden Expertise, Fluss und Ausdehnung. Alternativ könnt ihr Flüchtende Expertise auch durch eisige Kugel ersetzen, wodurch ihr die Chance habt, Feinde, die die Schneekugel betreten, einzufrieren. Dies ist besonders im Kampf gegen Infizierte nützlich, erfordert aber eine Augment-Mod, welche nur von Steel Meridian und Zephalon Suda erhältlich ist. Insgesamt ist Frost jetzt wesentlich stärker und ist auch für Solospieler interessant, die gerne defensiv spielen. Mir persönlich fehlt noch eine Resistenz gegen Eisschaden, aber wer Frost noch nicht hat, sollte ihn sich so bald wie möglich beschaffen, da er schon vor seinen Buffs zu den Warframes gehörte, die jeder haben sollte. Ich gehe Frost!